Sorry, es ist wieder schlimm, aber ich kann echt nichts dran machen. Seit 1989 sind wohl 3/4 aller Insekten verschwunden. Hallo? Das ist wirklich nicht gut. Also fast 30 Jahre lang wurden mehr als 50 deutsche Naturschutzparks, also die Gebiete, wo Insekten eigentlich besonders geschützt sind, untersucht. Und das Ergebnis ist dabei wirklich katastrophal. Wie es dazu kommen konnte und was dagegen getan werden kann, jetzt in Klicks und Science Fiction herzlich willkommen. Ja, eigentlich ist es ja gar kein Problem, aber dann doch 75% weniger Insekten, 3/4 weniger. Das sind wirklich beängstigende Zahlen und Insekten sind so ziemlich die wichtigste Spezies auf unserem Planeten. Sie bestäuben Pflanzen, dienen Vögeln und anderen Arten als wertvolle Nahrung und so weiter und so fort. Ein Rückgang der Insekten hat über kurz oder lang dramatische Auswirkungen auf die Erde, auf uns Menschen. In der Zeitung Die Zeit wurde das auf bemerkenswerte Weise auf den Punkt gebracht. Zitat: Wenn wir unserem Ökosystem 3/4 des Fundaments wegschlagen, ist das ein massiver Eingriff in die Naturordnung. Mit anderen Worten, das kann unsere Erde töten, also zu einem Massensterben führen, inklusive Menschheit. Riesenproblem. Viele Insekten sind zudem mit bestimmten Pflanzen eine Art Symbiose eingegangen. Sie leben voneinander. Stirbt das Insekt aus, wird das auch die Pflanze treffen. Es wird eine schreckliche Kettenreaktion eintreten und sie hat ja schon begonnen. Auch die Vögel dezimieren sich in Deutschland durch das Insektensterben und auch europaweit. Wir hatten ja im Mai darüber berichtet. Damals gab es eine sogenannte kleine Anfrage im Bundestag. Ergebnis: Es sind 57% weniger Tiere bei den Brutpaaren in Europa, fast 2/3. Und bestimmte Vogelarten trifft es besonders. Es gibt 80% weniger Kiebitze. Die Rebhühner sind vom Aussterben bedroht. Hier liegt der Rückgang sogar bei 84%. Bedroht sind weiter Wachtel, Star, Turteltaube, Gartenrotschwanz, Braunkehlchen und so weiter und so fort. Inklusive der Vorwarnliste für vom Aussterben bedrohte Brutvögel sind es 87% der Arten, die betroffen sind. Fast 90%. Das ist nah an alle. Furchtbar. Wirklich, wirklich schlimm. Wir müssen unbedingt handeln. Die Menschheit muss handeln. Die Gründe sind dabei sogar ziemlich simpel. Zitat: Pestizide spielen mit Sicherheit eine ganz große Rolle. Wir können davon ausgehen, dass es besonders bei kleinen Naturschutzgebieten durch Verfrachtung über die Luft zu einer Kontamination der Fläche kommt. Ja, das sagt Jan-Christian Habel vom Lehrstuhl für terrestrische Ökologie der TU München im ZDF. Wenn schon in Naturschutzgebieten, also da, wo überhaupt keine Chemikalien hinkommen sollen, zu viele Pestizide sind, dann heißt das, dass in der Landwirtschaft, also da, wo sie angewendet werden, die Alarmglocken schrillen müssen. Und dabei könnte schnelles Handeln wirklich hier helfen. Zum Thema: Es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich Populationen sehr schnell wieder erholen können, wenn ihnen die Chance gegeben wird. Wenn sie allerdings einmal ausgestorben sind, dann ist es vorbei. Und das droht im Moment. Pestizide müssen dringend stärker kontrolliert werden. Mehr Mischkulturen, Biolandbau und so weiter und so fort sind dringend nötig. Und wir Verbraucher können mit unseren Einkäufen abstimmen. Es kostet echt nicht so viel mehr, gute Bioprodukte und die vielleicht bewusster zu essen, statt Fastfood in sich reinzuhauen. Man muss ja nicht päpstlicher als der Papst sein, aber ein bisschen bewussteres Leben würde uns schon gut tun und vor allem der Natur. Also ran an den Speck, Verzeihung, an die Biogurken. Mehr Infos gibt es übrigens beim Naturschutzbund Deutschland, dem NABU. Also macht euch da mal schlau und zwar hier genau draufklicken unbedingt. Und wenn ihr kein Video mehr zu diesem und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Und hier geht es weiter mit dem Video zum Vogelsterben. Das ist auch leider ziemlich dramatisch. Tja, und ansonsten bis dann. Bleibt dran.